Tantra bedeutet extreme Disziplin. Es ist keine zügellose Freizügigkeit. Zu lernen, deinen Körper und Geist zu nutzen, wie du ein anderes äußeres Instrument nutzen würdest. Das ist das gewaltige Geschenk, das Agastya Muni gemacht hat, dass er einen tantrischen Prozess etabliert hat, der zu 100% im Körper verwurzelt ist. Nichts außen. Wenn man Tantra sagt, man hat oft den Begriff tantrisch gehört und du weißt schon, und es gibt verschiedene Dinge, die darüber herumschweben. Kannst du etwas Licht darauf werfen, was grundsätzlich, gibt es so etwas wie dunkle Künste oder so? Ein Großteil der Existenz ist dunkle Kunst. Licht ist nur ein kleines Ereignis in dieser Existenz, oder nicht? Isn't most of the existence dark? Ist der Großteil der Existenz nicht dunkel? Yes. Ja, Licht ist ein sehr kleines Ereignis, ein sehr limitiertes Ereignis. Wenn Licht kommen soll, muss etwas brennen. Damit diese Lichter funktionieren, brennt auf diesem Planeten gerade etwas. Ihr müsst das verstehen. Umweltbewusste Menschen. Um all diese Lichtpunkte zu haben, brennt irgendwo etwas. Wir sagen, die Glühbirne brennt. Das ist auch ein Brennen. Aber etwas anderes brennt, damit sie weiter brennt, oder nicht? Das ist der Weg des Lichts. Ob es die Glühbirne ist oder die Sonne ist, etwas brennt. Was auch immer brennt, wird eines Tages vorbei sein. Ja? Deshalb sagen wir, wenn du unverantwortlich brennst, wir sagen, dass du die Kerze von beiden Seiten verbrennst. Weil wir verstehen, dass, wenn Licht kommen soll, etwas brennen muss. Wenn du also brennst, um Licht zu erzeugen, kontrollierst du besser das Licht und hältst es auf einem Minimum. Ansonsten werden die Dinge sehr schnell abgebrannt sein. Licht ist also ein sehr begrenztes Ereignis. Der ganze Kosmos ist dunkle Kunst. Nein? Es gibt also eine Menge dunkle Kunst, die man üben kann. Nicht unbedingt lebensfeindlich. Dunkle Künste sind nicht unbedingt lebensfeindlich. Wenn wir Okkult sagen, weil du von einigen lausigen Okkultisten gehört hast, die versuchen, jemandem das Leben zu zerstören, Krankheit verursachen, Tod verursachen, deshalb denkst du, dass das Okkulte immer eine negative Angelegenheit ist, weil du gesellschaftlich nur dieser Art von Leuten ausgesetzt bist. Aber Okkultismus ist auch von höchstem Rang. Shiva ist ein Okkultist. Jeder Guru ist ein Okkultist, okay? Gerade initiiere ich euch in Shambhavi. Es ist ein Okkultismus. Wie sollte es sonst funktionieren? Okkult bedeutet eine bestimmte Fähigkeit. Es ist eine bestimmte Technologie. Jetzt könnte ich mein Handy herausholen und mit jemandem aus einem anderen Teil der Welt sprechen. Das ist eine Technologie. Nimm an, ohne das Handy, in diesem Moment, wenn ich mit jemandem einfach so in den Vereinigten Staaten spreche, ist das okkult? Technologie ist also nicht so weit weg vom Okkulten. Man verwendet unterschiedliche Materialien, aber es ist eigentlich das Gleiche. Als es keine moderne Technologie gab, war das Okkulte sehr relevant. Aber heute verschwindet die Bedeutung des Okkulten, da moderne Technologie voranschreitet. Seht, nun, er kam aus Mumbai. Bombay. Mumbai. Ich stelle es in euren Köpfen richtig, damit ihr nicht in Schwierigkeiten kommt. Angenommen, ihr hättet vor 1000 Jahren von Sadhguru in Coimbatore gehört. Aber euer Herz sehnt sich, ihr wollt gehen. Aber von Mumbai nach Coimbatore laufen und kommen, keine einfache Reise. Wenn ihr es wagt, wisst ihr nicht, ob ihr wieder zurück nach Mumbai geht oder nicht. Ihr wisst nicht, was ihr auf dem Weg zu erwarten habt, ihr könntet es niemals schaffen. Ihr sitzt also in Mumbai und, oh, Sadhguru, bitte nimm Kontakt mit mir auf. Ich kann nicht kommen, bitte. Nun, wenn ich etwas mit Atul tun wollte, der in Mumbai ist und nicht in der Lage ist, nach Coimbatore zu kommen, dann möchte ich ihn vielleicht in Mumbai in Shambhavi initiieren. Aber Atuls Geist ist völlig zerstreut. Er setzt sich hin und fühlt etwas, dann denkt er,
Oh, vielleicht bilde ich mir nur Blödsinn ein. Seine Frau sagt ihm, du bist verrückt, Mann. Jemand, den du nie gesehen hast, macht irgendetwas mit dir. Sei still und geh zurück an die Arbeit. Er fängt an, etwas zu fühlen. Aber seine Logik, seine Vernunft, die Familie sagt ihm, sei nicht dumm. Was Sadhguru dann tun wird, ist, eine südindische Jasminblüte aufzuheben, die in Mumbai nicht wachsen kann, und Atul sitzt ungefähr so, und sie fiel in seine Hand. Jetzt Atul. Jetzt wird er sitzen, bereit, um in Shambhavi eingeführt zu werden, weil eine Jasminblüte geliefert wurde. Aber heute würde ich dich eher anrufen und sagen, komm, oder jemand mit einer Broschüre schicken und sagen, komm und hole es dir hier. Oder falls ich dir eine Jasminblüte schicken wollte, werde ich die HL benutzen. Moderne Technologie macht das Okkulte also obsolet. Aber ich möchte, dass ihr 1000 Jahre zurückschaut. Betrachtet den immensen Wert des Okkulten, ja? Vor 1000 Jahren, stellt euch nur vor, ihr wärt in Mumbai und ich bin immer noch in Coimbatore. Ihr wolltet etwas von mir. Stellt euch den Wert des Okkulten vor, oder nicht? Heute ist der Wert also zurückgegangen, deshalb treiben alle Arten von Scharlatanen alle Arten von Unsinn. Okkult bedeutet nicht notwendigerweise schlecht. Nun, das englische Wort Okkult spezifiziert nicht klar, was es ist, das Sie als Okkult bezeichnen. Vor kurzem stellte mir jemand während Samyama, glaube ich, eine Frage. Es scheint ein Guru. Er sagte, Tantra ist nur ein Weg, um über etwas hinwegzukommen. Obsessionen. Nur um über zwanghafte Vorstellungen hinwegzukommen. Das ist Unsinn. Wir müssen heute leider das Wort Tantra neu definieren, weil es von Leuten verzerrt wurde. Lasst uns das zuerst verstehen. Das Wort Tantra bedeutet eine Technik oder eine Technologie. Aber weil das Wort Tantra, das ihr hört, ein Abkömmling von der amerikanischen Küste ist, denkt ihr, Tantra bedeutet ungezügelte Freizügigkeit. Nein, Tantra bedeutet extreme Disziplin. Es ist keine zügellose Freizügigkeit. Es ist extreme Disziplin, zu lernen, euren Körper und euren Geist zu nutzen, wie ihr ein anderes äußeres Instrument nutzen würdet. Wie ihr einen Computer oder einen Schraubenzieher benutzen würdet. Genauso lernt ihr, euren Körper und euren Geist zu verwenden. Es benötigt enorme Disziplin, nicht Promiskuität, nicht Freizügigkeit. Tantra handelt nicht von Dingen, die Bücher, die sie geschrieben haben, vor allem von westlichen Autoren, alle Arten von Dingen. Nein, tantrische Texte beinhalten extreme Disziplin, nicht irgendeine Art von Freizügigkeit. Weil sie über den Körper sprechen. Und die modernen Gesellschaften heute, wenn man Körper sagt, sind sie auf die Geschlechtsorgane des Körpers fixiert und auf nichts anderes am Körper. Wenn man also Körper sagt, denken sie nur an ein paar Körperteile. Sie vergessen das Gehirn. Weil sie nur an ein paar Körperteile denken, denken sie an Sexualität und an nichts darüber hinaus. Es geht darum zu lernen, den Körper wie ein phänomenales Instrument zu nutzen. Und das ist er. Wenn du nicht weißt, wie man ihn benutzt, was wirst du hier tun? Wenn du nicht weißt, wie du dein körperliches Selbst benutzt und die Energie dahinter, was wirst du tun? Du wirst keinen Einfluss auf irgendetwas haben. Das ist also Tantra. Tantra bedeutet Technologie. Tantra bedeutet eine bestimmte Fähigkeit. Es gibt keinen Guru ohne ein Tantra. Wenn er keine Technologie hat, ist er kein Guru. Er kann nur ein sanfter Heiliger sein, der jeden segnen wird, jeden segnet, jeden segnet. Ein Segen hat kein Urteil. Nun, wenn du ein Dieb bist,
Wenn du einen Heiligen treffen würdest, würdest du seinen Segen erbitten und er wird dich segnen, sodass du deine Arbeit heute gut machen kannst, weil sein Segen kein Urteil hat. Er kann es nicht haben, weil es nicht seiner Kontrolle unterliegt. Wisst ihr, sogar die Banditenstämme, die Pindaris und solche Leute, sie hatten ihre eigenen Götter und Göttinnen, sie hatten ihre eigenen Heiligen. Ihre Götter haben sie immer dabei geführt, in welchem Haus sie heute zuschlagen sollen. Sie waren sehr erfolgreich. Sie haben ihre Profession jahrhundertelang ausgeübt. Banditentum ist ihre Profession. Wenn du also nicht gerade die sanfte Art eines Heiligen bist, der nur segnet und segnet und segnet, ich versuche nicht, das herunterzuspielen. Sie sind auf ihre Art wunderbar. Aber sie sind nicht von... Sie sind nicht für die Leute, die nach Erleuchtung streben. Sie sind nicht für solche Leute. Sie sind nur für Leute, die lediglich nach kleinen Verbesserungen in ihrem Leben suchen. Wenn du in ein Haushaltsdepot gehst, kannst du einige Verbesserungen in deinem Leben machen. Oder nicht? Ja oder nein? Du kannst tatsächlich. Jeden Tag sehe ich Leute im Fernsehen, die kommen und sagen, oh, ich habe gerade dieses Bett gekauft, mein ganzes Leben hat sich verändert, es ist fantastisch. Ich habe nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst, dass ein Paar ein Bett oder ein Kissen sowas können. Ich habe das nicht gewusst. Habt ihr das gesehen? Mein ganzes Leben hat sich komplett verändert. Wenn ihr also in ein Haushaltsdepot geht und mit etwas, das ihr bisher nicht hattet, herauskommt, könnt ihr euer Leben ein bisschen verändern. Lebensverändernd, das Wort lebensverändernd, wie viel sich davon verändert, ist von so vielen Dingen abhängig. Was sich verändert hat, ist von so vielen Dingen abhängig, oder nicht? Nehmt an, euch wäre gerade kalt und ihr hättet im Vergleich zu mir keine Jacke. Und bekämt eine, es wäre plötzlich lebensverändernd, oder nicht? Nicht wahr? Ist es also das, worüber wir reden? Wenn das so ist, gut, Segen, Segen und Segen. Wenn ihr aber über spirituelles Wachstum sprecht, das bis zu einer ultimativen Natur reicht, was ist ein Guru ohne eine Fähigkeit? Du kannst ihn nicht als Guru bezeichnen. Fähigkeit bedeutet also eine bestimmte Möglichkeit, Dinge zu tun, die Leute nicht selbst tun können. Wenn da also, ich möchte, dass das klar in eurem Kopf ist, wenn da kein Tantra ist, wenn ich Tantra sage, wenn da keine Technologie ist, Tantra ist nur ein Sanskritwort für Technologie, nicht so, wie es euch eingetrichtert wurde. Wenn es also kein Tantra gibt, gibt es keinen Guru, wirklich. Denn Guru bedeutet, dass du deine Ärmel hochkrempeln musst und dass es ein Mechanikerjob ist. Du musst Dinge reparieren. Um Dinge zu reparieren, musst du wissen, was was ist. Du musst einiges an Technologie in deiner Hand haben und das ist Tantra. Gibt es Tantra in Isha? Sehr wohl, überall, verschiedene Arten. Aber die Bedeutung von Yoga ist, dass es nicht ritualistisch ist. Es gibt zwei Dimensionen von Tantra. Zum einen benutzt man das Material und die Dinge von außen, um Dinge zu tun, was ritualistischer Natur ist. Das yogische Tantra ist so, dass du nur deinen physischen Körper und das Energiesystem nutzt. Man braucht kein anderes Material. Diese beiden wurden also locker als rechter Pfad und linker Pfad klassifiziert. Der linke Pfad nutzt Material von außen, der rechte Pfad benutzt überhaupt kein Material, er nutzt nur den Körper selbst. Im Großen und Ganzen ist das yogische Tantra,
hauptsächlich nur das, was wir in uns selbst tun. Das ist das gewaltige Geschenk, das Agastya Muni gemacht hat, dass er einen tantrischen Prozess etabliert hat, der zu 100% im Körper verwurzelt ist. Nichts außen, nicht ein Korn, Reis oder Sand wird benutzt, um all die verschiedenen Dimensionen von Tantra durchzuführen. Alles innerhalb des Systems verinnerlicht. Das ist sein Geschenk an uns. Das ist eines der größten Dinge. In Bezug auf den menschlichen Mechanismus ist das eines der größten Dinge, die uns je von irgendeiner Quelle angeboten wurde. Das ist sein Angebot.